Die dunkle Wahl über jeden Tim. Hören wir Tim, denken wir sofort an Tim und Struppi. Struppi ist ein Fox-Terrier. Fox heißt übersetzt Fuchs. Füchse stehen symbolisch normalerweise für Schlauheit und List. Doch nicht für die Tims. Der Name Tim bedeutet der Gottehrende. In der Bibel steht der Fuchs symbolisch für Bosheit und Hinterlist. Also fast schon das Gegenteil der eigentlichen Bedeutung. Das Gegenteil von Tim ist Tom. Tom Riddle ist böse. An seiner Seite finden wir oft die Schlange Nagini. Nagini war früher ein Mensch. Sie arbeitete im Zirkus Arcanus. Arcanus ist Latein und kann mit verschlossen übersetzt werden. Googelt man nach verschlossen, werden einem Schlösser vorgeschlagen. Mit einem Schloss kann man ein Schloss verschließen. Zum Beispiel das Schloss Hogwarts. Kombinieren wir Hogwarts mit dem Fuchs, stoßen wir auf den Fuchsbau. Das Haus der Weasleys. Auf deren Wiki-Seite sehen wir ein Bild von ihnen mit einer Wüste im Hintergrund. Zufall? Ich denke nicht. Verbinden wir die Wüste mit dem Fuchs vom Anfang, erhalten wir einen Wüstenfuchs. Er ist der kleinste aller Wildhunde. Vorhin hatten wir das Gegenteil. Nehmen wir also das Gegenteil vom kleinsten Hund und kombinieren es mit der Wüste. So stoßen wir auf die Things. Und wenn wir nun überlegen, dass die Tims mit dem Fuchs symbolisch für Bosheit und Hinterlist stehen, können wir uns schon denken, was sie vorhaben. Sie wollen mit Hilfe der Magie die Things zum Leben erwecken, um dadurch ihre Rivalen, die Toms, zu vernichten.